Als alter Stalker-Fan hatte ich mich sehr gefreut, dass es endlich rauskam. Wir haben es 9 Stunden, fast 10 Stunden getestet im Livestream und ich muss sagen, yikes, die hätten es lieber doch nochmal verschieben sollen. Du bekommst hier bei mir ein komplett unbiased Review. Damit ein wunderschöner, liebender Daniel mal wieder am Start. Schön, dass du eingeschaltet hast heute zu einem weiteren Stalker-Video. Ja, liebe Freunde, wir haben es jetzt gestern 10 Stunden fast gespielt, so 9,7 Stunden oder so wurde mir angezeigt. Und ich glaube, ich kann jetzt schon mal den ersten Eindruck besser wiedergeben. Das Ding ist, der komplette erste Eindruck war fürchterlich und miserabel. Hat angefangen damit, dass es kein Controller-Support gibt. Ja, da kommen wir aber gleich dazu. Ich werde auf alles einzeln eingehen und ein bisschen was dazu sagen. Beziehungsweise auch versuchen, einen Lösungsvorschlag zu bringen. Ja, weil ich hasse es, wenn man immer nur Kritik gibt, aber keine Lösungsvorschläge. Manchmal geht es nicht, weil wir keine Insights haben, was Devs haben etc. Aber ich versuche dennoch etwas zu bringen. Ja, alles, was ich in diesem Video sage, ist lediglich meine Meinung. Wenn du das Spiel gibst, also wenn du Spaß hast an dem Spiel, wenn du mir nicht zustimmst, ist es völlig legit. Freue ich mich. Aber dennoch möchte ich, dass das Game besser wird und vor allem nicht so rauskommt, ja? Weil wenn du mich fragst, kurz und knapp, sollst du das Game holen? Ich sag's dir gleich am Anfang, du brauchst nicht bis zum Ende schauen, ja? Bis zum Ende schaust du natürlich, wenn dir allgemein diese Meinung hier wichtig ist, beziehungsweise du auch denkst, dass das Spiel noch weiter Arbeit braucht. Aber wenn du fragst, sollst du das Spiel kaufen? Um Gottes Willen, nein. Bitte nicht. Bitte kauf es nicht. Für deine eigene Zeit, für deinen eigenen Geldbeutel, kauf es nicht. Hol's dir, wenn dann, über einen Game Pass, wenn du ihn eh schon hast. Aber gib kein Geld dafür aus. So wie es jetzt gerade noch draußen ist, ist das Game weitaus entfernt von fertig. Ich habe damals als Kind eigentlich fast alle Stalker-Spiele gespielt. Ich glaube, mir fehlt maximal ein Stalker oder so. Allerdings ist es schon ultra lange her. Also ich glaube, das letzte Mal, als ich Stalker gespielt habe, war ich wahrscheinlich noch nicht mal volljährig. So, deswegen ist es schon echt lange her. Aber ich habe sie alle gespielt. Und deswegen habe ich mich auch so über diesen Teil jetzt hier gefreut. Als ich dann mitbekommen habe, dass er doch jetzt rauskommt, nachdem er mehrmals verschoben wurde, hatte ich schon ein bisschen, wie soll ich sagen, Bedenken. Ich habe eine sehr krasse Intuition, Leute. Wer mich nicht kennt, ich habe eine heftige Intuition. Und die war da auch wieder da. Ich bin zwar jemand, der immer positiv manifestiert, aber da ich eben dadurch, sage ich mal, mehr Einklang mit dem Universum bin, habe ich dann die ein oder andere Vorahnung. Und hier hatte ich sie auch wieder. Denn das Problem ist und bleibt einfach, dass Spiele unvollständig rauskommen. Und das muss nicht sein. Das muss einfach nicht sein. Das Traurige ist, dass dieses Spiel sehr, 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 sehr viel Potenzial hat. Ja? So, wenn wir zum Beispiel aus der Open World, wenn wir in die Open World kommen, ja. So, du hast ja am Anfang so ein, ja, Scripted-Szenario, wie du ja alles in alles reinkommst, etc. Das ist absolut fürchterlich, liebe Leute. Also wirklich fürchterlich. Und ich verstehe nicht, was sich die Devs dabei gedacht haben. Denn der erste Eindruck ist sehr wichtig. Und den haben sie komplett verkackt. Ja, dann geht als nächstes keine Controller-Steuerung. Ich spiele hier mit einem DualSense oder DualShock, keine Ahnung, wie sie wieder heißen. Hier PS5-Controller, der neueste PS5-Controller, ja. Mit dem spiele ich und er geht nicht. Und jetzt zeige ich euch, jetzt am Screen, seht ihr, The Precinct ist eine Demo. Eine Demo von einem Indie-Dev. Der geht und sogar die Buttons werden angezeigt. Warum wird es also bei diesem Spiel nicht funktionieren? Warum geht es nicht? Es gibt meiner Meinung nach keinen Grund, ja, außer, worauf ich eben bei diesem ganzen Video raus will, dass das Spiel nicht fertig ist. Das Spiel ist entfernt, weit, 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 weit entfernt von fertig. Und mir tut es einfach in der Seele weh, weil ich weiß, dass die Devs auch sich richtig abrackern, dass dieses Game rauskommt. Und meiner Meinung nach ist das nicht nur ein Schlag für uns als Konsumenten mal wieder in die Fresse, sondern auch für die Devs selbst. Ja? Weil meiner Meinung nach hat ein Publisher nicht zu sagen, wann das Game rauskommt oder nicht, wenn die Devs nicht fertig sind. Tut mir leid, aber das ist bescheuert und die schneiden und schießen sich ins eigene Bein. Ja? Ganz vorweg, Leute, bitte kommt mir nicht mit Kommentaren, ja, aber du weißt doch, was in dem Land gerade abgeht, bla bla bla. Nein, bitte. Ich lösche sowas. Ich will da keine Diskussion in diese Richtung hören, denn das darf nicht als Ausrede genutzt werden, weil sonst könnte jetzt jeder Publisher in so ein Land gehen und sagen, ja, aber deswegen, nee, 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 sowas machen wir nicht. Sowas machen wir nicht. Gerade wenn, könnte man sagen, dass es erst recht deswegen hätte verschoben werden müssen. Ja, also kommt mir nicht mit so einem Argument. Wenn ich sowas lese, wird straight gelöscht. Sowas wollen wir nicht in der Community haben, weil wir wollen trotzdem Leute mit Verstand. Und wenn du jetzt vielleicht noch anders bist und schon böse in die Tasten haust, warte bitte erst und schau es zu Ende. Ja, warte bitte. Entweder klick gleich weg, ja, aber warte. Weil, wie gesagt, ich bin ein Fan dieser Spielreihe
und ich hate nicht for the sake of it. Sowas mache ich nicht. Ich habe, wenn dann ist da die Leidenschaft in mir drin, weil ich möchte, dass das Game besser wird. Weil ich möchte, dass wir in Zukunft solche Games bekommen, aber halt fertig. Weil sobald du in der Open World draußen bist, du kannst fast jeden töten. Oder du kannst jeden töten. Das heißt, das ist für mich wieder so ein halber Psychopathensimulator und ich liebe es. Ich liebe es, wenn wir in Games so eine kranke Scheiße machen können. Ohne Witz, das sind die coolsten Games, passend auch zu The Precinct, wo ich vorhin gesagt habe, wo der Controller geht, von einem Indie-Dev-Team, ja? So, da kannst du auch kompletter Psychopath sein und in dem Spiel halt eben auch. Und ich find's hammergeil. Das Problem ist, dass bis man dahin kommt, dass man diesen Open-World-Spaß haben kann, werden die meisten aufhören zu spielen. Es ist leider Gottes eine absolut schlechte Einführung in das Game. Und ich meine jetzt nicht, sag ich mal, dass jetzt irgendwas alles zu schwer ist. Im Gegenteil, ja, ich rede jetzt hier, ich reg mich nicht über Sachen auf, wo ich einfach zu dumm oder zu breit war, ja, weil das kann ich auch acknowledgen, das ist völlig klar. Aber dann zu sagen, weil ich schon einen Kommentar gelesen habe, mal eher das Hirn einschalten. Junge, die Spielfehler haben nichts mit oder ohne Hirn von mir zu tun, ja. So, das hat damit nichts zu tun. Natürlich bin ich ab und zu mal verpeilt und vergesse was, etc. Ey, nehme ich mich nicht aus, da packe ich mich auch an meinen eigenen Löffel, ja. Aber Game-Breaking-Bugs haben nichts mit Hirn-Einschalten zu tun, wenn man was übersieht. Pass auf, ich gebe euch jetzt ein Beispiel. Du hast jetzt eine neue Quest, ja? So, jetzt pass auf. Na, eigentlich kann ich euch das Beispiel genau von der aktuellen Quest hier geben. Und zwar sollen wir hier, ich zeige euch das einmal, Tagebuch, ja? So, wir sollen mehr über den Soldier erfahren, beziehungsweise Nadel im Heuhaufen. Durchsuche Fratzes Leichnam nach Hinweise. Das Ding ist, ich habe keine Ahnung, wo diese Leiche sein soll, weil wir weitergespielt haben und weil nicht irgendwie am Bildschirm steht, mach das und das. Es steht vielleicht mal ganz kurz irgendwo in der Ecke und ist aber dann wieder weg und du kriegst es nicht mehr her. Und das ist schlechtes Game Design, beziehungsweise nicht fertiges Game Design. Ja, klar kannst du argumentieren, ja, dann mach doch die Augen auf. Leute, das ist schön, dass du das da draußen gesehen hast, aber ihr müsst aufhören, immer nur an euch zu denken. Denkt doch mal allgemein, versucht euch doch mal in andere reinzuversetzen. Gerade wenn man selber aufnimmt und streamt, übersieht man immer Dinge, die man selber, wenn man zuschaut oder selber spielt, meistens erkennt. Geht mir auch so, wenn ich anderen beim Stream zuschaue, erkenne ich mehr als der Streamer selbst. Wenn ich dann aber selbst stream, geht es mir genauso wie dem Streamer. So, das ist leider menschlich, ja? So, aber im Endeffekt streicht es leider. Das Ding ist, Leute, Wenn mehr Menschen immer was nicht sehen, auch wenn es da steht, dann ist es ja trotzdem ein Fehler der Devs, weil sie es nicht visuell gut dargestellt haben. Sie haben es visuell schlecht dargestellt. Ja, so, und damit meine ich jetzt nicht die Grafik des Games, sondern das Design der Schrift, wo was dasteht, wo eine Missions-Ding ist, etc. Aber schau mal an, bei anderen Games, wenn man zum Beispiel Tab drückt, ich nehme es jetzt als Beispiel, da ist jetzt das Waffenrad, deswegen, ne, bloß zur Veranschaulichung, dann hat man irgendwo links oder rechts oben im Bildschirmrand, hat man dann irgendwie noch, keine Ahnung, siehst du nochmal das Ziel, etc. Das hast du hier aber nicht. Du müsstest rein theoretisch auf P drücken, dann kommt diese beschissene Animation jedes Mal, ja, dann gehst du hier auf Tagebuch, anstatt dass da einfach Mission steht, steht da Tagebuch und dann kannst du hier rumklicken. So, so, kannst auf Karte anzeigen, ja, kannst du zwar machen, aber du bist dann einfach irgendwo weg. Musst du jetzt hier hin, musst du jetzt hier hin, ist es in dem ganzen Umkreis, keine Ahnung. Wird dir nicht mehr gesagt. Und allein die Tatsache, dass du gerade jemanden gekillt hast und die Leiche durchsuchen sollst, es aber dann da nicht dasteht, beziehungsweise keine Warnung kommt, wenn du weggehst, so nach dem Motto, hey, du hast nicht alles durchsucht, heißt für mich, dass das Game nicht ausgiebig getestet ist und fertig ist. Weil das kann doch nicht sein. Jetzt verrecken wir hier wieder. Okay, jetzt sind wir auch tot. Nee, doch nicht. Oder schon. Man verreckt ultra oft und ultra schnell. Ja, 11 Mal bin ich jetzt schon gestorben. Und ich habe es auf leicht gespielt. Weil, Leute, auf normal kann ich das Game nicht spielen. Die AI ist krank. Die schießen durch alles durch. Wirklich durch alles durch. Ich zeige euch das jetzt gleich nochmal. So, ihr seht jetzt hier, habt ihr hier den Aufnahmefolder. So, und da hatte ich schon das Problem, ich sehe nichts in der Nacht. Du siehst, die Visibility der Gegner ist quasi nicht vorhanden. Die müssen da unbedingt was machen, weil am Tag hat man schon echt Probleme, die zu sehen. Ja? Und in der Nacht keine Chance. Und mich nervt es, weil ich eigentlich Stalker. Das ist für mich ein Survival-Horror-Game bei Nacht auch. So, ne? So habe ich das auch immer in Erinnerung gehabt, so habe ich das gespielt, etc. Und so soll's, ist es ja auch jetzt gemeint. Es wird ja offiziell von denen als Survival-Horror auch noch deklariert, also klassifiziert, ne? Deswegen, ich verstehe nicht, warum ich also gezwungen bin, am Tag zu spielen. Und ganz ehrlich, ich habe jedes Mal wieder gesagt, ich spiele lieber bei Tag, weil ich da wenigstens Gegner sehe.
Wir kommen gleich zum AI-Problem an sich, die NPCs, aber jetzt schaut euch das mal an. Schaut euch das einfach mal an. Oh nice. Ich bin nur einen Lichtkegel. Mann, was ist denn das? Also, bei Nacht macht das Spiel echt keinen Spaß. Hat er recht? Das ist traurig, ne? Weil eigentlich ist das Game hauptsächlich ein Bei-Nacht-Game. So, und jetzt passt auf. Passt auf. Ich selber sehe einfach nichts. Ja, vielleicht siehst du das auf dem Screen. Aber als Zuschauer ist es immer einfacher, was zu sehen, als wenn man es das selber spielt. Zumal mein Bildschirm echt schon hell gestellt ist, noch heller wird es ultra scheiße ausschauen. Und jetzt passt auf. Und das Game kann ich auch nicht mehr heller stellen, weil es auch sonst scheiße ausschaut. Ihr seht es jetzt gleich. Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Ich kann sie nicht erkennen, die Gegner. Ich kann die so, dann habe ich es wieder hochgestellt. Und jetzt schaut her, das sieht doch nicht gut aus jetzt. Das sieht doch jetzt wesentlich beschissener aus als vorher. Und trotzdem sieht man sie nicht. Wo? Wo zum Fick? Da unten sieht man jetzt was, ja? Ich schieße einfach irgendwo hin. Ich schieße einfach irgendwo hin. Und sag's einfach nochmal. Als wär's die gleiche Person, ne? Junge. So. Es ist wirklich, schaut her, und dann musste wirklich nah hinlaufen und die killen. Und ich bin halt eigentlich hätten wir da sterben sollen, keine Ahnung, was da los ist. Warum? Warum kann man die Gegner nicht mehr visible machen? Das macht's meiner Meinung nach nicht irgendwie besser oder mehr immersive, im Gegenteil. Ich muss es heller machen, das Game, in den Einstellungen oder nur am Tag spielen. Und das ist meiner Meinung nach verschwendetes Potenzial, weil gerade so bei Nacht, wo du nicht so viel siehst, ist ja eigentlich schon geil. Aber man sieht ja gar nichts. Und wie gesagt, es ist wunderbar, wenn du das siehst. Aber es geht eben sehr vielen Leuten, inklusive mir, so, dass wir das nicht sehen. Und außerdem nochmal, ich möchte nochmal darauf verweisen, in andere reinversetzen, es gibt Leute, die haben Augenprobleme. Was sollen die machen? Hol dir ein neues Auge, oder? Leute, bitte, bisschen mehr in andere reinversetzen, ein bisschen mehr Mitgefühl, ja? Du musst ja nicht komplett hier deine ganze Haut an die anderen geben, aber ein wenig dir vorzustellen, in deren Haut zu stecken, wäre schon mal ein Anfang, Leute. Das nächste ist die AI an sich, ja? Ich habe herausgefunden, es kann natürlich sein, dass wenn du das Video siehst, dass vielleicht ein Fix kam, etc. Aber die AI wird nicht, sage ich mal, schlauer oder dümmer, wenn du Schwierigkeitsstufe hoch und runter stellst, sondern du hältst einfach nur weniger aus. Und die Gegner brauchen teilweise 2 Headshots, obwohl das keine Gegner sind, die irgendwie Kopfbedeckungen, also Kopfschutz haben. Warum? Warum ist das in diesem Game so? Ich dachte, es ist hardcore realistisch, so wie es sonst auch ist. Ja gut, vielleicht ähnelt es zu sehr Tarkov, dass man das denkt. Aber bei einem Kopfschuss sollten die tot sein und keine 2 Schüsse brauchen. Genauso wie die teilweise 6 oder 7 Schüsse in den Brustbereich und so brauchen. Was ist denn das? Egal auf welcher Schwierigkeitsstufe, auch auf der leichten. Ja, wie gesagt, man ist nur selber schneller tot. Beziehungsweise die Gegner machen mehr Damage, umso höher du die Schwierigkeitsstufe stellst. Die sind nicht schlauer. Die AI ist fürchterlich. Schau mal an, wie viel die aushalten, Mann. Ach, das kann nicht sein. Und jetzt schauen wir mal, ob ich euch noch was zeigen kann. Das ist nämlich auch ein absoluter Witz. Was ist denn das? Ich zeig's euch mal hier. Die AI sieht euch durch alles durch. Ja? Egal, ob du hinter einem Busch stehst, etc., die haben immer Auto-Aim. Und es ist so schlecht. Also die AI ist wirklich absolut, absolut miserabel. Wie gesagt, wenn du es auf normal spielst, machen sie zu viel Damage. Ja? Wenn du es aber auf leicht spielst, dann geht's zwar, aber wie gesagt, die AI wird nicht schlauer und dümmer und das macht das Ganze echt langweilig. Ja? So. Zieht euch die AI rein, wie schlecht es ist. Ja? Das ist doch absolut bescheuert. Das ist absolut bescheuert. Und ich liebe Games, wo man schleichen kann. Hab mich so gefreut, als ich den Schalldämpfer bekommen habe. Könnt ihr vergessen. Könnt ihr komplett vergessen. Stealth Action ist absolut nicht möglich. Ich schau mal, vielleicht finde ich das jetzt auch für euch. Wenn nicht, erzähle ich es euch gleich. Moment. So, hier haben wir nochmal was. Ich dachte mir nämlich, hey, ich lock das Viech daher. Ja, da ist es hinter uns. Gehen wir ein bisschen vor. So, und da kommt's. Und jetzt passt auf. Also wirklich, die AI ist fürchterlich. Die ist weit, 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 weit entfernt von fertig. Unreal Engine ist teilweise echt, also immer mehr Fluch als Segen. So, und ihr habt gesehen, wir wurden offiziell eigentlich nicht entdeckt. Dennoch aber wird auf uns geschossen und das Viech läuft vor und zurück, wie ihr seht. Vor und zurück. Was ist das für eine AI? So,
ist mal ganz lustig. Aber wenn das ganze Game so abgeht, boah. Boah. Was ich hier noch ganz cool fand, by the way, Leute, hier hat random die AI angefangen zu ballern, aber auf die Viecher, ja? Das sind die zum ersten Mal hinkommen. Es ist voll cool. Aber dann, mittendrin, kämpft der da oben gegen uns. Weil sobald die AI in den Fight gerät, kannst du eigentlich Stealth vergessen. Schauen. Es war kein Indikator, dass wir entdeckt wurden, gar nichts. Normalerweise müsste die AI auf die Viecher und seine Kumpels fokussiert sein und nicht auf uns hier jetzt. So, was soll denn das? Und dann, Cher, du kannst da nicht durchschießen. Du kannst nicht durchschießen. Es trifft immer eine unsichtbare Wand. Es sieht zwar so aus, als hätte ich genau gegen die Ding geschossen, aber ich habe das mehrmals bei getestet. Leider habe ich das nicht mehr, oder ich finde es nicht mehr in der Aufnahme. Aber eventuell ist es im Let's Play dann irgendwo drin, ja. So, es hat immer nur das Durchsichtige getroffen. Und genauso, wenn du um eine Kurve rumschießen willst, geht nicht. Du schießt in der... Hier ist nichts, aber hier ist eine unsichtbare Wand, wo du dagegen schießt. Warum? So, warum kommt ein Game so raus? So, ich habe aber noch was. Ich hoffe, ich finde das. Nämlich Schleichen an sich. Es funktioniert einfach nicht. So, du kannst nicht schleichen. Genauso wie jetzt hier nochmal, um die Steuerung zu bemängeln. Wieso muss ich 100.000 Mal Knöpfe durchprobieren, weil hier die Dinger wieder anders da sind? Die Tastaturbelegung wie jedes andere Game ist Knife auf dem und dem Knopf. Hier ist es wieder woanders. Hier hast du einfach auf Z. Auf Z lehnst du dich nach links und auf N lehnst... Nee, auf C lehnst du dich nach rechts. Hä? Sag mal, haben die nicht die Tastaturbelegungen angepasst für andere Länder? Ach, sowas gibt's, kommt dann wahrscheinlich. Junge, dann gibt wenigstens Controller-Support. Ey, man kann das Scheißspiel auf der Xbox spielen. Warum geht da mein Controller nicht? Warum müssen Leute auf der, mit Xbox-Controller extra Programme runterladen, wie Xbox Accessories oder so? Was soll denn das? So, da kommen wir nochmal zum Autospeichern, ja? Ihr habt gesehen, wir haben das ganze Zeug gemacht. Das ist ungefähr... Wie viel waren das? Sagen wir mal so... 10 Minuten, dann laufe ich da runter, denke mir, hey, geh mal da rein, das ist bestimmt cool. Ich meine, klar, das ist dumm, dass ich da einfach runterspringe, aber... Erstens mal, warum sind wir da tot? Das hat nicht so ausgesehen, als wäre da was. Und dann, passt auf, ach, das war sogar der vorherige Tod, bevor gerade. Dann laden wir den Spielstand und jetzt gebt euch das. Wir sind wieder hier. Was zur Hölle soll das? Warum hat er da keine Ding gespeichert? Warum hat er da keinen Zwischenspeicher rausgehauen? Deswegen immer speichert immer selber. Speichert jedes Mal selber. Gewöhnt euch das an. Weil ihr habt keinen Bock, dass ihr da wieder alles machen dürft. So, und ey, ich sehe gerade, finde Blinzer, du suche Fratzes Leichnam. Ah, schau her, da müssen wir ja irgendwo hin. Das ist die Quest, wo ich nicht mehr weitermachen kann, weil mir nicht mehr angezeigt wird, wo man hin muss, wo diese Leiche war. Das Problem ist, dass ich jetzt das ganze Footage durchschauen muss, bis ich das wieder finde, dass ich weiß, wo das war. Was ist denn mit Leuten, die nicht aufnehmen oder streamen? Wie sollen die das machen? Weißt du, was ich meine? Also, sorry, aber das bedeutet einfach nicht fertiges Game. Das nächste, warum brauchen diese Shader so lange? Schau dir mal an, wie lang das dauert. Ey, und ich habe eine richtig krasse Gamestation hier. Eine Workstation als PC. Und es dauert ewig. Warum müssen die Shader jedes Mal so lange geladen werden? Laden die immer neu runter oder was ist das? So, ich verstehe es nicht. Ja? So, klar, ich bin kein Dev. Aber ich bin Spieler und ein Zocker. Und daher weiß ich, wie das bei anderen Games ist oder eben nicht ist. So, schau dir mal das an. Es ist... Tut mir leid, aber ich kann mir nur vorstellen, dass das nächste Problem, was ich euch jetzt gleich zeige, auch dafür verantwortlich ist. So, wir gehen mal rein. Dann lädt's wieder. Denke ich mir, was hat denn vorher geladen? Was lädt denn jetzt wieder? Normalerweise müssen wir doch instant im Game drin sein. Ne? So. Und wie gesagt, ich will nicht sagen, hey, es ist doch einfach sowas zu entwickeln. Im Gegenteil, bitte nicht mir die Morte im Wund umdrehen. Denn mir geht es darum, dass ich immer wieder auf das gleiche Ding raus muss. Und zwar, dass das Game nicht optimiert ist, ergo nicht fertig ist. So, jetzt passt auf. Was passiert nämlich jedes Mal, wenn wir reingehen, beziehungsweise allgemein, wenn wir in diesem Spiel drin sind?
Ich sag nur so viel. Die Waffen. Die Waffen, ne? Das sind auch noch Props, die sich bewegen. So, jetzt schauen wir mal rein. Und was liegt hier? Die ganzen Waffen. Jedes Mal, wenn du eine Waffe wegwirfst, wird die nicht despawned. Das musst du dir mal geben. Selbst wenn du das Game neu startest, werden die nicht despawned. Alles, was du da wegwirfst, bleibt in der Welt. Und aktuell kann ich es nicht zerstören. Ich kann die Waffen nicht verkaufen. Ja. So, zeige ich euch. Ich kann die nicht verkaufen. Dauert auch ewig, bis der irgendwas macht. Obwohl ich einfach nur das Ding laden will, müsste ich jetzt Leertaste drücken, dass schneller weggeht. Verstehe ich auch nicht. So, seht ihr? Ihr könnt kaputte Waffen nicht verkaufen. Ihr könnt nur hier welche, die gelb sind oder ganz normal sind. Ihr könnt die nicht verkaufen. Jetzt mag einer sagen, ja, dann reparier sie doch. Wisst ihr, wie viel das kostet? Du hast so wenig Marken, so wenig Cash. So, du musst echt aufpassen. Und dann sollte man die auch noch reparieren, dass man sie verkaufen kann, dass sie für bessere Performance sorgen. Wie willst du denn das rechtfertigen? Außer, dass das Game nicht fertig ist. Ja? So, das ist ein absoluter Witz. Das ist wirklich ein absoluter Witz. Ich habe nichts dagegen, dass die Dinger, dass man nicht schnell so viel Cash bekommt. Im Gegenteil, bin ich eigentlich Fan, ja, weil man ein bisschen mehr hinarbeiten muss, etc. Da kann ich jetzt noch nicht urteilen, ja, weil nach knappen 10 Stunden, Spielstunden kann ich jetzt noch nicht sagen, ist es in Relation oder nicht, ja. Das heißt, eventuell kommt es als Kritikpunkt hinzu, eventuell aber auch was Positives. So, dann kommen wir gleich zum nächsten. Du bist da einfach nur raus. Und was passiert? Es kommt immer eine Scheiß-Animation. Und was mich am meisten ankotzt, ist das hier. Du willst die Karte öffnen? Kommt diese Scheiß-Animation. Das ist wie in Warzone, wo er die Maske aufsetzt. Junge, hört auf mit solchen immersive Sachen und lasst uns einfach die Sachen öffnen. Das macht's nicht mehr immersive, wenn er diese Scheiß-Animation macht und du willst es rausschauen. Dann, es ist egal, was du da machst. Drückst auf P, ja, P, macht er wieder die Animation. Ja, er macht immer die Animation. So, warum? Und dann ist nicht mal pausiert. Das heißt, wenn du da irgendwas anschaust, ist nicht pausiert. Das heißt, du musst dir wirklich einen Safe Spot suchen. Finde ich auch absolut bescheuert, dass man die Karte anlässt. Okay. Aber da die Karte ja hier mit dem anderen gepaart ist, ist es bei anderen auch so. Wenn ich im Tagebuch reinschauen will, oder kurz, Tagebuch sind ja die Missionen, ja. So, wenn ich da reinschauen will, weil ich wieder nicht weiß, was ich jetzt machen soll, dann muss ich mir extra einen Unterschlupf suchen, whatever. Warum? Warum? Vielleicht gefällt dir das, ja? Ist auch legit, ist auch okay. Wie gesagt, das ist alles objektiv. Aber die Tatsache, dass diese beschissene Animation kommt, dann auch noch, wenn du es wegmachst. Junge, lass uns einfach M drücken und die Karte ist offen. Diese scheiß Animationen für sowas immer. Junge, 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 Junge. Ja, so, und wie gesagt, ich muss es mit der Steuerung nochmal ansprechen. Einfach, weil es so kompliziert ist, Sachen zu machen, Alter. Ich kann es mir nicht merken. Und wie gesagt, es ist schön, wenn du das kannst. Ist echt toll. Aber ich kann es nicht, viele andere Leute auch nicht. So, das ist ein absoluter Witz. Ja, und ihr seht ja jetzt hier wegen der Strahlung, flimmert es ja so. Finde ich ganz cool, der Effekt. Aber da man fast immer unter Strahlung ist, hat man fast immer diesen Flimmer-Effekt. Und ich würde mir wünschen, dass der entweder komplett auszumachen ist, ja, weil ich krieg da teilweise Kopfschmerzen von. Und da bin ich safe nicht der Einzige und ich habe keine Epilepsie oder sonst was. Das dürfte nicht passieren. Aber das macht mich kirre, das macht mich komplett kirre, ne? So, lass uns das wenigstens ausstellen. Wie gesagt, das macht's nicht mehr immersive für mich, für andere vielleicht schon. Aber deswegen sage ich ja mit Lösungsoption, dass du es an- und ausstellen kannst. Weißt du, was ich meine? So, warum muss das so sein? Das nächste, was ich auch absolut bemängeln muss, ist, du kannst ja mehrere Spielstände speichern. Aber was kannst du nicht? Den Spielstand benennen. Warum kann ich nicht den Spielstand benennen, so nach dem Motto, diesen Civilian unalived? Warum geht das nicht? So, ich habe keine Ahnung, was für Spielstände ich da lade. Das heißt, ich muss jedes Mal, wenn ich jetzt den Spielstand anschauen will, muss ich jedes Mal die laden und testen. Ach, ist es der, den ich will, oder ist er das nicht? Why? Das sind so Kleinigkeiten, wo ich halt eben sage, das Game ist nicht so, wie es sein sollte. Und das ist das absolut Traurigste überhaupt, weil es macht eigentlich Spaß. Ich muss immer
eigentlich reintun. Es ist immer fast perfekt. Es ist eine fast perfekte Open World. Es ist fast perfektes Gameplay. Aber leider eher in die negative Richtung. Es ist halt nicht fertig. Na? Wenn ich sage schlechtes Game Design, dann kannst du das gleichsetzen mit kein Game Design im Sinne von genug Zeit bekommen. Weil gutes Game Design zeigt sich oftmals auch erst nach dem Polish. Und wenn du es nicht polished, dann ist es halt eben schlechtes Game Design. Ja, nicht, dass du verwechselst. Das nächste große Ding, wo ich echt ein Problem mit habe, ja, jeder, der mich länger kennt, der weiß, dass mich sowas anpisst. Und zwar, wenn man Namen übersetzt. Verdammte Scheiße. Ich verstehe irgendwo, ja, dass man die ganzen ukrainischen Namen nicht aussprechen kann. Ist für uns schwer, ja? Acknowledge ich. Aber, dass man alle Namen eindeutscht, ist kompletter Humbug. Ja? Hier, das ist vielleicht noch lustig. Rubus Wurzel und so, wie die heißen. Das ist noch irgendwo funny. Ole Schlüssel. Also die haben auch wirklich die dümmsten Namen. Aber was ich dann, wo ich da wirklich einen absoluten Hass drauf bekomme, ja, weil das Call of Duty auch schon öfter gemacht hat, Raygun haben die mit Strahlenkanone übersetzt. Was zum Fix sollen das? Da, ich komme gar nicht klar, wie ich die Scheiße öffne. Das öffne ich M. So, wir gehen aufs Tagebuch und dann schau Blinzler. Das Quint. Die haben diesen Namen übersetzt. Warum muss man das übersetzen auf Deutsch? Hört auf damit. Die reden ständig von Squint. Dabei meinen die den Blinzler. Ich will nicht den Blinzler finden, ich will Squint suchen. Namen einzudeutschen ist ein absoluter Witz. Dass man die Namen, wie gesagt, von Ukrainisch auf Englisch übersetzt dahingehend, das ergibt ja noch irgendwo Sinn. Aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn sie die original lassen würden. Halt natürlich nicht in der kyrillischen Schrift, sondern in unserer Schrift. Hätte ich nichts dagegen. Aber dieses Eindeutschen von sowas und dann auch noch so cringe jedes Mal. Junge. Junge, Junge, Junge. Ja. So, und zur Übersetzung fangen wir gar nicht erst an. Die ist auch teilweise ultra weird. So. Hä? Ich meine, nicht so schlimm wie bei Yakuza Like a Dragon, wo sie literally Ja mit Nein übersetzt haben und der Satz gar keinen Sinn mehr ergibt. Oder Final Fantasy, was auch einer der fürchterlichsten deutschen Übersetzungen ist, die ich jemals gehört habe. Ne? Es ist nicht so schlimm, aber trotz alledem wieder ultra weird. Und deswegen spiele ich die Sachen immer auf Englisch. Ja, so. Weil in dem Fall ist das Game ja original auf Ukrainisch und Englisch. Ja, da spiele ich eine der Originalfassungen. Eventuell werden wir auch mal die ukrainische Version spielen. Das Ding ist, ich verstehe halt da gar nichts. Ja, aber ist auf jeden Fall wahrscheinlich besser synchronisiert, als wenn es eine deutsche Version gäbe. Ich meine, es gibt keine deutsche Version. Es gibt zum Glück keine deutsche Version. Du hast es nur mit deutschen Untertiteln etc. Und ich bin so heilfroh drüber, weil GTA macht schon immer richtig. Die Deutschen das Gott sei Dank nicht ein, die lassen das so. Und ich hoffe, die bleiben auch dabei. Weil wenn sie schon deutsche Synchronsprecher engagieren, dann sollen sie richtige nehmen und gute, die Games mögen, die ihren Job mögen und nicht diese, keine Ahnung, Blueheld, was weiß ich da, die wahrscheinlich ihren Job und Videospiele hassen. Who is this? It's ma'am. She sounds hideous. Well, she's a guy, so. Aber gut, kommen wir zum nächsten. Was wie gesagt absolut cool ist, dass du jeden töten kannst. Ich zeige euch das einmal. Du kannst wirklich alle abknallen, ja. Igor Holzfäller stirbt, steht dann sogar da. Dann ist halt natürlich die Hölle los, aber du hast die Möglichkeit und ich finde es so cool. Ich finde es wirklich so cool, dass wir das machen können. So, ich liebe diese Psychopathen-Simulatoren, Alter, wirklich. Das ist eins der coolsten Sachen überhaupt in diesem Game. Ja? So, und ich würde ja gern wieder auf schwer stellen. Das Problem ist, dass die AI ja euch, wie gesagt, überall sieht. Überall. Testen wir mal, schießen die durch ihn durch oder nicht? Sie schießen nicht durch ihn durch, sie schießen ihn an. Das ist auch ein schönes Detail. Ja, was geht, Bro? Alles gut? Ach so, du willst keine Order? Okay, pass auf, ich zeig dir, was geht. So, das ist zum Thema Order. Ja, wenn ihr mit denen killt, dann hören die wieder alle auf zu schießen. Finde ich auch ultra witzig. Und da sind wir tot. Und ihr habt rechts oben gerade gesehen, dass wir auch den Ruf uns ändern können. Mega geil. Finde ich Hammer sowas. Ja, macht richtig viel Spaß. Und das ist auch der Grund, warum ich es weiter spielen werde. Ja, so, wie gesagt, ich habe mich sehr auf dieses Game gefreut. Ich habe mich lange auf dieses Game gefreut. Und deswegen werde ich es auch weiter spielen. Aber das Problem ist, dass halt eben dieser erste Eindruck ganz, ganz, ganz viele Leute das Spiel kaputt macht und auch die schlechten Reviews nur so reinflattern. Und wie gesagt, ich kann es nur noch mal betonen, so, mir tut es auch leid für die Devs.
Ja, weil ich möchte nicht abstreiten, dass die hart an dem Game arbeiten. Aber es gehört halt auch zu einem guten Game Design, dass man es polished und dass man genug QA-Tester etc. hat. Und das haben die anscheinend nicht gemacht. Weil sonst wäre das Game jetzt nicht rausgekommen, so in dem Zustand. Und es ist schön, dass die Devs versprechen, die arbeiten an Patches. Alter, das ist scheißegal. Ihr habt uns das Game so rausgebracht, ihr habt Geld dafür verlangt, ja? Weil du kannst es ja trotzdem kaufen. Auch ohne Game Pass. Und das ist meiner Meinung nach ein absoluter Joke. Das ist ein absoluter Joke. Und wenn ich dann sehe, dass die meisten Sachen einfach eher negativ behaftet sind, dann weiß ich jetzt schon mal, dass viele Leute dem Spiel keine Chance mehr geben. Vor allem, weil jeder sein Kurzzeitgedächtnis durch sonst irgendwas kaputt gemacht hat, vergessen die Leute das Spiel wieder. Ja, so. Und dann müssen sie so eine Art Cyberpunk machen, dass sie eine fette Marketingkampagne machen, wo sie sagen, das Spiel ist jetzt gefixt. Und selbst dann sind viele Leute immer noch negativ behaftet und sagen, nee Mann, ihr habt uns einmal gefickt, ein zweites Mal macht ihr das nicht mehr. So. Und auch zu Recht, weil wie gesagt, man zahlt echt viel Geld. Man zahlt richtig viel Geld. Und dann sollte sowas nicht passieren. Ihr seht ja, jetzt am Tag, wo es heller wird, da sieht man ein bisschen mehr. Ja, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen. Aber bei Nacht, ich kann bei Nacht nicht spielen. Es funktioniert einfach nicht. Ich wünschte, es würde gehen, weil wie gesagt, das für mich ist Stalker auch so ein eben richtig krasses Survival-Horror-Game, wo du halt auch bei Nacht erschrickst etc. Bin ich auch an manchen Stellen. Aber wenn du nichts siehst, dann bist du einfach nur angepisst. Und du siehst nichts, weil, sag ich mal, die Atmosphäre zu düster ist, sondern weil die Visibility nicht richtig gemacht haben. Das ist das große Problem. Du siehst einfach nichts wegen der Visibility. Und wenn du das Game noch heller stellst, wie ich euch am Anfang gezeigt habe, es sieht immer beschissener aus. Ja. So, die Open World an sich finde ich bisher richtig cool, ja, es ist ja nicht, sag ich mal, Open World, aber halt so mehr oder weniger, ja, diese einzelnen Zonen hast du ja hier. Ist auch mega gut gemacht, wie gesagt, ich habe bisher noch nicht so viel gesehen, bisschen hiervon, bisschen davon, ist auch echt schön und hat auch Potenzial und ich freue mich auch wirklich darauf, das in einem besseren Zustand mitzubekommen, ja, weil wie gesagt, wow, ah! Fuck, das ist genau das, was ich meine. Sowas ist mega cool. Oh, fuck. Dass sowas einfach random passiert, ist ultra cool. Das macht auch richtig Spaß. So, wie gesagt, da habe ich nichts dagegen. Wenn die Dinge auch ein bisschen versteckter sind, habe ich auch gar nichts gegen. Schießen die auf uns? Nee, oder? Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? What the fuck? Leute, wie cool ist das? Sowas meine ich. Sowas ist genau das, worauf ich bei Open World Games stehe. Warum Fallout immer so geil war. Also du lockst einfach deinen Gegner zu den Städten her. Die kämpfen dann dagegen, verrecken entweder oder überleben. Du kannst denen helfen oder nicht. Wie cool. Das gleiche, was du zum Beispiel auch machen kannst, dass du zum Beispiel die einfach rüberlockst, ja? Im Sinne von, keine Ahnung, du willst eine gewisse Gruppe kaputt machen. Ja, dann lockst du die von der Siedlung weg. Dann kannst du die umlegen, kannst zurück, ohne dass was passiert. Was ist jetzt los? Okay, da sind wir dann wieder bei der AI. Ballert uns einfach tot. Ja? So, was ich dann einfach ein bisschen schade wieder finde, wo ich dann auch wieder bemängeln muss, dass man mehr oder weniger nichts bekommt, wenn man die Viecher tötet. Du kannst die nicht häuten, du kannst nicht irgendwas looten. Und das fühlt sich bei mir immer ein bisschen verschwendet an, weil das Game ist ja dann trotzdem, hat ja so viele RPG-Elements, allein dass du essen musst etc. Warum also dann nicht auch allgemein Gegner und sowas looten? Das würde ich mir für die Zukunft wünschen. Das ist jetzt natürlich nichts, wo ich sage, deswegen ist es nicht fertig. Aber das ist halt einfach ein Feature, was ich, sage ich mal, mir wünschen würde. Kannst ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob du das auch so siehst oder ob du denkst, so, yo, nee, braucht man nicht. Aber wie cool wäre das, wenn wir da zum Beispiel jetzt die Viecher häuten könnten und dann irgendwo verkaufen oder allgemein Materialien kriegen. Und das muss ich nochmal zu den Waffen zurückgehen. Warum können wir die nicht zerlegen und bekommen Materialien dafür? Warum ist das nicht im Spiel? Das wäre doch so nice. Und ihr seht jetzt hier, der Typ, der bleibt da einfach jetzt stehen. Wir können mal mit dir ein bisschen reden. Jo, was geht ab? Dann kannst du mit fast allen Leuten handeln. Ist auch echt cool. Aber du siehst, dass es echt wieder nicht fertig ist. Ja, die nehmen quasi eigentlich nur Money und alles Mögliche. Waffen nehmen die gar nicht. Also meistens auch wirklich gar keine Waffen. Ja, auch die nicht. Schau ja, nicht mal die guten. So, warum auch immer die keine Waffen nehmen? Warum nimmt es nur ein gewisser Händler? Das ergibt doch auch gar keinen Sinn. Was cool ist, wenn du denen was verkaufst, dann haben die das auch in ihrem Inventar und du kannst es wieder zurückkaufen. Das ist wieder gut gemacht. Aber die haben fast immer das Gleiche. Das heißt, es lohnt sich fast nicht, da reinzuschauen. Ich würde mir wünschen, dass die zum Beispiel eine geringe Chance haben, dass was Seltenes drin ist.
habe ich bisher noch nicht gehabt und ich spreche jeden NPC an und handle mit ihm. Bisher mit jedem, oder, ja, okay, jeden wahrscheinlich jetzt nicht, aber fast jeder. Oder wahrscheinlich, aber wirklich jeder, wo handeln geht. Und es ist immer das Gleiche drin, es ist leider nichts anderes drin. Was dann wieder cool ist, du kannst hier, was gibt's Neues in der Zone, kannst du auswählen. Morons believe that the zone can be changed or controlled. It can bend anybody until they break. Das ist auch wieder cool, das heißt, du vom Rotkehlchen hast du einfach ein paar neue Infos bekommen. Und das macht das Game auch tatsächlich aus, weil du kannst so viele verschiedene Infos von Leuten mitnehmen und, sage ich mal, mehr auch über die Spielwelt lernen. Sowas finde ich hammergeil, wie gesagt, da brauchen wir mehr davon. Das haben sie wirklich gut hinbekommen, aber es ist halt schon wirklich, wie gesagt, nicht nur die AI, wie sie sich verhält, ist schlecht, sondern auch, wie die ganzen Gespräche und so ablaufen teilweise. Also, da hocken immer so Leute am Lagerfeuer. Das möchte ich euch zeigen. Da muss ich aber aufstoßen hier. So, es hocken Leute am Lagerfeuer rum oder mal hier am Boden, dann spielt einfach einer Gitarre. Es ist schon cool. Das ist schon echt cool. Wir gehen mal weiter. Ich zeige euch das hier mit dem Lagerfeuer an sich. Ja, du kannst dich nämlich dann einfach dazu hocken. Wo ist denn das Lagerfeuer wieder? Ah, da liegt die scheiß Waffe. So, ich sehe nichts. Ich sehe einfach nichts. Das heißt, ich muss jedes Mal... Normalerweise hocken die doch hier, oder nicht? Wo ist dieses Lagerfeuer hin? Hier, da ist es. So, es hocken sich auch random immer NPCs dazu und labern dann wieder, stehen auf und wechseln. Das ist zwar cool gemacht, aber das Problem ist halt, dass fast immer nur die gleichen kommen. Beziehungsweise es sind immer die gleichen Voicelines. Und da würde ich mir wünschen, warum kommt da die AI nicht mal zum Einsatz? Da wäre doch perfekter... Wirklich, würde keiner irgendwie sagen, AI, im Gegenteil, wir haben immer wieder verschiedene Voicelines. Ist doch besser, als wenn wir jedes Mal die gleichen Voicelines hören, ne, von den gleichen Leuten, weil du hockst dich hierher und wenn du da, keine Ahnung, mal 10 Minuten da hockst, hast du alles gehört. Und dann machst du es nie wieder. Wofür ist es dann da? Wisst ihr, was ich meine? So, das wäre doch ein guter Joke. Und dann gehen die nicht wirklich aufeinander ein. Es furzt zum Beispiel einer und dann labern die wieder, das war ein guter Joke. Hä, ich meine, klar, ein Fart-Joke, ja, aber die haben nicht das gesagt wegen dem Furz, sondern einfach, weil die davon ausgehen, dass eine vorherige Voiceline als Witz kommt, weil die erzählen ständig Witze. Und die Witze ergeben manchmal auch wirklich nur Sinn, wenn man ein bisschen mehr von der Stalker-Welt kennt. Das ist dann auch ganz cool. Aber wie gesagt, das ist immer das Gleiche. Was natürlich wieder geil ist, dass wenn die eine Maske aufhaben, sich das auch anders anhört. Das ist cool. Und was wir hier auch machen können, ist, wenn ihr die Gitarre nämlich bei eurem Unterschlupf aufnehmt, dann könnt ihr hier nämlich jetzt Gitarre spielen. Wie so in Last of Us. Das ist ganz cool. Ich meine, ich kann es absolut nicht. Ich hasse Noten lesen. War ich schon immer schlecht. Ich habe Noten schon immer gehasst. Habe es nie verstanden. Und da habt ihr wieder einen Joke. Also es ist schon lustig, ne? Und was auch ein sehr großer Pluspunkt ist, das habe ich in meinem Let's Play schon gesagt, ich sehe aktuell keine D.E.I.-Scheiße. Keine Wurz-Sektenkacke. Was sind die Wurz? Das sind die Wurz. Ja, so, ich bin heilfroh und man merkt das auch, weil ich sag's immer wieder, das Problem ist, dass viele Games nicht mehr immersive sind, ja, sind wir wieder beim Immersive, nicht wegen einer scheiß Animation. Ey, und grüße Leute vom Editing Daniel, vom Editing Foda, schaut doch einfach mal runter auf den Kanal in Sachen Playlists, ja, und da geht er mal ein bisschen runter, könnt ihr durchschauen, was auch sehr interessant sein könnte für dich, wäre vielleicht News. Ja, wenn er da mal drauf geht, da findet ihr ganz viele Videos über die Wurz etc. pp. Denn ich finde, wir müssen diese Videos mehr an den Mann, an die Frau bringen, dass wir mal wieder ein bisschen mehr gesunden Menschenverstand verteilen und nicht dieses Sektendenken, wie die meisten machen, ja. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da euch ein paar Videos reinzieht. Zum Beispiel auch das hier hat echt einiges an Arbeit gekostet, jedes einzelne Video. Daher würde es mich sehr freuen, wenn du auch die anderen anschaust. Aber hey, ist natürlich off-topic, deswegen ist natürlich klar, wenn du nur wegen Stalker hier bist. Aber ich dachte mir, passend zu Stalker... geht's auch hier um gewisse Stalker, ne? Zum Beispiel der hier. Ja, weiter geht's zum Video. Sondern, wie die Spielwelt passt, weil überleg mal, in so einer Zone, wo Stalker sind, wo wirklich viele böse Menschen sind, was wäre da nicht so weit vertreten?
Frauen. Denn was würde mit denen passieren? Genau, Leute. Ganz genau. Und das ist auch so ein Ding, wo ich bei Skull and Bones anmerken musste. Bei Skull and Bones war es eben so, dass einfach überall Frauen waren. Und in der Piratenzeit als Frau, Alter, die hätte nicht lange überlebt. Und wenn sie überlebt, hätte sie sich gewünscht, dass sie nicht überlebt hätte. Was die mit der gemacht hätten. Ja? Und das ist hier genauso. Wir haben hier ganz schlimme Banditen, alles Mögliche. Als würden die eine Frau ganz normal laufen lassen und sowas. Ja? Es sind bisher... Ich glaube, ich habe mal nur Frauen mal so gehört bei so einer, bei der Mondszene und sowas, ohne dass ich jetzt was spoiler. Und das ist ganz cool und das passt einfach. Und Leute, ich bin jemand, ich liebe meine Ladies in den Games. Ich spiele immer als die Lady. Wenn ich die Wahl habe, spiele ich die Lady. Ja, so, ich, im Gegenteil, ich spiele viel lieber mit Frauen als mit den Männern. Aber bei so einem Game hätte es einfach nicht gepasst. Und da bin ich heilfroh, dass sie das richtig gemacht haben. Und da muss ich auch noch zum nächsten Positiven übergehen, weil es leider auch nicht mehr selbstverständlich ist, anscheinend wieder nicht mehr selbstverständlich, und zwar, dass unser eigener Hauptcharakter Persönlichkeit hat, dass er einen Namen hat und dass er auch wirklich interagiert und mit Leuten spricht. Dass wenn du jetzt deine verschiedenen Voicelines auswählst, kannst du wirklich dann bestimmen, was er sagt. Und es ist nicht nur ein stummer Protagonist und ich hasse sowas, ich hasse sowas, ich hasse sowas. Und da bin ich heilfroh, dass wir das gemacht haben. Also wie gesagt, ich gebe dem Game Credits, where credits are due, ja, weil... Das Spiel, wie gesagt, ist einfach eins der längst erwarteten Spiele, keine Ahnung, über die letzten Jahre, wo ich wirklich seit Jahren drauf warte. Aber ich hätte auch gerne noch weiter drauf gewartet, wenn ich gewusst hätte, dass es so rauskommt. Ne? Aber ja, liebe Freunde, wie gesagt, ihr habt jetzt einen Einblick von mir bekommen. Ich bin von niemandem gezahlt. Ich lasse mich auch nicht zahlen, dass ich ein besseres Review gebe. Das gibt es hier nicht, ja. So, weil ich möchte meine Integrität bewahren und ich möchte euch eventuell Zeit und Geld ersparen. Und was ist meine oberste Mission, wenn ich so ein Review mache? Dass das Spiel besser wird, dass das Spiel nicht verbuggt ist, dass wir noch mehr Spaß haben, dass wir noch mehr positiven, guten Content machen können. Weil wie gesagt, ich bin kein Grifter. Ich spreche negative Sachen an, dass wir was ändern und Awareness schaffen, ist der erste Punkt. Ja, weil, mal so ein bisschen off-topic, aber nicht off-topic, so, wenn ich, sag ich mal, ein paar Leuten von meiner Recherche erzählt habe, ne, die ich über die letzten 10 Jahre noch mehr gemacht habe, ist halt echt viel schlimmer Scheiß, den ich da aufgedeckt habe. Dann sagen manche, ey, ich will das nicht hören, sage ich, wollen das die betroffenen Kinder hören? Auch nicht. Die müssen es aber ertragen. Ja, ich kann doch eh nichts machen, sage ich, doch, kannst du. Weil du bist jetzt davon fertig, dass du das von mir gehört hast. Dann erzählst du das jemand anders, der hat Macht und Geld und der macht dann was. Ergo hast du auch geholfen. Deswegen, Awareness ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Egal, worum es jetzt geht. Ja, war jetzt ein bisschen off-topic, aber dann auch irgendwo nicht, weil wie gesagt, auch hier Awareness für die Probleme schaffen ist wichtig. Wir dürfen das nicht totschweigen. Ja? So, das ist ein absoluter Bullshit. Zur Story an sich, wie gesagt, werde ich nichts sagen. Das ist hier ein spoilerfreies Review. Es gibt ja keine Spoiler, also keine Sorge. So, das ist... Dafür stehe ich mit meinem Namen, ja, weil ich selber als Drehbuchautor es hasse, wenn man Leute bei irgendwas spoilert, ja. Ohne Spoilerwarnung. Ja, mit einer Spoilerwarnung ist ja wieder was anderes, dann sollte ja jeder selbst wissen, ob er sich das gibt oder nicht. Was auch noch krass ist, wo die Framerate teilweise komplett einbricht, ist, wenn irgendwelche Charaktere wegteleportieren. Ja, weil du aus irgendeinem Skript oder irgendwas machen musstest. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Dann teleportieren die weg und dann kannst du das Game nicht mehr spielen. Also es geht literally nicht. Es ist so eine Ruckelparty, dass du das Spiel neu starten musst. Und wenn du Pech hast, wenn zu viele Waffen schon rumliegen, dann kannst du den anderen Speicherstand laden. Ja, das kannst du dann den Speicherstand erst weiterspielen, wenn dann ein Fix kommt. Das Ding ist, Leute, was ich euch empfehlen kann wegen den Waffen, ja, weil wie gesagt, ich versuche Lösungsansätze zu bringen, wenn es welche gibt. Und zwar, nehmt die Waffen nicht auf, die kaputt sind, entladet die mit der Muni. Ihr könnt auf G drücken und dann könnt ihr die Waffen entladen, sodass ihr nur die Muni habt. Dann lasst die Waffen in den Gegnern drinnen. Ja, umso besser ist die Performance vom Game, weil dann hier eben weniger in der Spielwelt rumliegt und immer wieder gerendert und geladen werden muss. Wie gesagt, selbst wenn du weiter weg gehst, ist die Scheiße immer noch da. Wenn du das Spiel neu startest, ist die Scheiße immer noch da. Und das ist halt ultra lästig, Leute. Ultra lästig. Ja. So, diese RPG-Elements, da muss ich auch noch was zu sagen, finde ich mega geil. Da hätte ich nichts dagegen, wenn sie ein bisschen mehr einfügen, wie zum Beispiel eben, dass man jetzt mehr Sachen sammeln kann, dass man Pflanzen sammeln kann, dass man Tiere häuten kann, dass man Knochen mitnehmen kann, etc. pp. Das wäre meiner Meinung nach etwas, was in dieses Spiel auf jeden Fall noch reinpassen würde und meiner Meinung nach auch noch fehlt. Aber ja, was natürlich auch wieder so ein Ding ist, ne, das muss ich auch noch sagen, sind die Charaktere wiederholen sich schon sehr, 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 sehr oft. Da nochmal in Bezug auf mein Ding mit der AI vorhin, das wird es auch lösen, dass ein paar mehr Charaktere einfach unterschiedliche
sag ich mal, nicht nur Voice Actor hätten, sondern auch einfach verschiedene Voice Lines. Weil, wie gesagt, ich habe die Voice Lines jetzt schon so oft gehört und jetzt spielen wir noch gar nicht so lange, knappe 10 Stunden und dann, weiß nicht, hat man schon alle durch. Das ist dann bei so einem Game schon sehr repetitive. Kann natürlich aber auch sein, dass in den anderen Zonen wieder anderes Gelaber ist, ja, dann ist es halt zonenbedingt. Aber trotzdem hast du dann irgendwas von einer Zone dann gehört. Aber ja, liebe Freunde, ich würde sagen, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Review weiterhelfen, ja. Also, wie gesagt, ich möchte es nochmal betonen. Ich hate nicht for the sake of it. Ich möchte, dass das Spiel besser wird. Ich hoffe, du möchtest das auch. Deswegen schreib doch mal in die Kommentare, was würdest du verbessern? Ja, was sind deine größten Probleme? Schreib's auch hin, selbst wenn das ist, was ich gesagt habe, ist gar kein Problem. Dann sehen wir nur, dass, sage ich mal, mehr Leute auch der Meinung sind. Wenn du andere Kommentare siehst, wo du mit einstimmst, dann hey, lass bei denen dann Like da, dass die hochgevotet werden, dass wir da wirklich eine richtig schöne Diskussion in den Kommentaren haben. Bleib nett, bleib freundlich, akzeptiert bitte andere Meinungen. Wer andere wegen ihrer Meinung fertig macht, wird gelöscht. Der wird auch auf diesem Channel hier blockiert. Sowas wollen wir nicht in der Community haben. Ja, so, man darf Kritik äußern, das ist gar kein Stress, aber wenn du jemanden für seine Meinung denunzierst, dann bist du nicht besser als die Wutz. Ja. So, und deswegen, wie gesagt, sowas wollen wir hier nicht haben. So ein Sektenverhalten. Das ist nicht das, worauf dieser Channel abgezielt ist. Liebe Leute, lasst eine Bewertung für das Video da, hilft ungemein. Kommentiert, was haltet ihr davon? Seid ihr meiner Meinung, seid ihr andere Meinung? Und natürlich, wenn du nicht hast, abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Denn da bekommst du immer mit, wenn wir live gehen oder ein neues Video rausfetzen. Und es kommt jeden Tag so viel Content. Wer mal auf die letzten Videos schaut, es gibt keinen Tag, wo nicht mindestens ein, beziehungsweise mit den Shorts, 2 Videos kommen, teilweise 3 und 4. Also wir hauen richtig rein. Ich habe seit Januar, Leute, seit Januar über 1000 Videos hochgeladen. Damit du weißt, wie viel Zeit und Mühe ich in diesen Channel für euch reinstecke, dass wir eine geile Community aufbauen, wo wir wirklich für Gleichberechtigung sind, wo wir nicht komplett hier verballert sind im Kopf. Ne, also das ist mir sehr wichtig, deswegen, wenn du dir diese Sekunde nimmst und eine Bewertung da lässt, den Kommentar oder auch ein Abo, ey, hilft es ungemein, wie gesagt, das Glöckchen aktivieren, denn dann bekommst du immer alle Infos mit. Und ja, liebe Freunde, ich würde sagen, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Nachttag, was sonst bei euch ist, haut rein, bleibt anständig und ich würde sagen, wir rollen ins Outro.